Wird Angela auch die zweite Frage ihrer Challenge meistern oder bekommt ihr Mann Joachim ungebetene Badegäste in seinen Pool? Frage Nummer 2. Nenne 10 deutsche Gangster-Rapper und mindestens jeweils einen Song. Capital Bra, Roli Glitzer Glitzer, Manuelsen, Bereit zu sterben, Apache 207, Kleine Hure, Bones MC Kokain, Kollega Boss Transformation, Bushido Dreckstück, Flair Ich ficke dich, Sido Du bist scheiße, Haftbefehl, Schau muss wissen, wer der Babo ist und Farid Bang, Stiernackenkommando. Seid gegrüßt, liebe Säen-Junkies. Sie waren zwei absolute Kultsäen. Zwischen 1997 und 2012 begeisterten unter anderem Michael Kessler, Max Giermann und Martina Hill Millionen TV-Zuschauer mit ihren genialen Parodien auf A- und Z-Promis. Nach unglaublichen 173 Episoden von Switch und Switch Reloaded endete das legendäre Comedy-Format Ende 2012 mit dem damals traditionellen Jahresrückblick. Und nun, satte 8 Jahre später, feiert das Format endlich unter dem neuen Label Binge Reloaded ein fulminantes Comeback. Angeführt von den alten Hasen Michael Kessler und Martin Klempner ließ Amazon im laufenden Jahr nämlich insgesamt 8 neue Folgen produzieren, die ihr nun allesamt exklusiv auf Prime Video bingen könnt. Und im Zuge dessen hat sich die Chance ergeben, dass wir mit Michael Kessler über die Neuauflage, die guten alten Zeiten von Switch Reloaded und auch über alte sowie neue Kollegen sprechen konnten. Das Ergebnis seht und hört ihr jetzt. Man kommt bei der Parodie immer an einen Punkt, wo man sehr viel gemacht hat. Wir hatten sehr, sehr viele Folgen wiederhergestellt und sich das Fernsehen ja auch nicht so schnell erneuert. Das heißt, du machst dann alle möglichen Sketche, die möglich sind, mit Günter Jauch, mit Silbereisen, wer auch immer. Und dann kommt so ein Punkt, wo man merkt, es wird auch schwieriger und wo es auch mal ganz gut ist zu pausieren, dass auch der Zuschauer sich einfach mal wieder ein bisschen erholen kann von uns und wieder Lust kriegt auf Neues. Und da sind diese Pausen schon immer ganz gut, weil das erschöpft sich dann schon. Und irgendwann ist es wirklich so. Also ist es schwer, dann auch was zu schreiben dafür. Weil wir brauchen natürlich auch wieder dann neue Leute, die ins Fernsehen kommen, neue Sendungen. Deswegen sind die Pausen eigentlich ganz gut. Sie müssen aber nicht so lange dauern. Also ich glaube, die Zuschauer und Fans, die haben sich das schon lange gewünscht. Und auch wir Macher haben ein bisschen das vermisst, dass Fernsehen einfach wieder durch den Kakao gezogen wird. Weil die Heute-Show oder Extra 3 macht das mit den Politikern jeden Freitag, jeden Donnerstag. Was ist mit den ganzen Stars und Sternchen des deutschen oder internationalen Streaming-Fernsehens? Und nun wollte ProSiebenSat.1 wohl nicht so wirklich wieder das aufleben lassen. Amazon hat aber gesagt, so ähnlich übrigens wie bei Pastewka auch, ey, das ist doch eine super Sendung. Warum macht das keiner? Wir finden das super. Uns gefällt das. Dann machen wir es einfach. Und so kam es, dass Prime sich das geschnappt hat einfach und ein bisschen anders gelabelt hat jetzt. Aber im Grunde genommen ist es wie Switch Reloaded, natürlich mit einem neuen Ensemble zum Großteil. Aber das war ein raffinierter Coup von Prime. Wir machen ein bisschen, haben wir die Verpackung verändert. Heute switcht man ja auch nicht mehr so wirklich durchs komplette Fernsehprogramm. Man macht das ab und zu noch ein bisschen mit der Fernbedienung, aber heute, in Zeiten auch der Streamer, sucht man ja Fernsehen viel genauer aus und man weiß, wann man was gucken will und kann sich's dann auch raussuchen. Und deswegen haben wir so eine Art wie Bedieneroberfläche jetzt, durch die man sich durchklickt. Das ist aber eigentlich nur so am Rand. Das ist jetzt auch nicht zwischen jedem Clip zu sehen. Von daher ist es dann auch wieder eine Abfolge von verschiedenen Clips und wir gehen in die Sendung rein, gehen wieder raus, gehen nochmal rein. Dieses System ist im Grunde genommen geblieben. Wir widmen uns nicht nur dem deutschen Fernsehen. Wie gesagt, wir widmen uns auch den Streamern, also Haus des Geldes oder Vikings oder Handmaid's Tale. Das sind auch Formate, die durch den Kakao gezogen werden. Also auch gutes Fernsehen wird bei uns durch den Kakao gezogen. Und von daher ist also die Verpackung ist anders. Und wir legen nochmal eine Schippe drauf bei Maske zum Beispiel, bei Ausstattung, bei Kostüm. Das ist viel aufwendiger als bei Switch Reloaded. Also wir haben bei Switch Reloaded auch mit teilweise solchen Silikonteilen gearbeitet, aber nur am Rand. Und haben jetzt aber sehr, sehr viele Masken, wo wir sehr, sehr stark, ich sag jetzt mal, zugeklebt werden.
Kollegen und ich, also große, aufwendige Masken, wo wir ja wirklich auch 4 Stunden in der Maske sitzen. Also das ist produktionstechnisch ein immenser Aufwand. Das ist teuer, das ist, diese Masken müssen also hergestellt werden mit einem langen Vorlauf und so. Und in dem Moment war es für mich auch klar zu sagen, da bin ich wieder dabei, weil wir müssen natürlich mindestens so gut sein wie Switch Reloaded, aber am besten natürlich noch besser. Martin Klempnow ist noch aus dem alten Ensemble. Ihr kennt ihn, er ist zum Beispiel auch diese Kunstfigur Dennis aus Hürth. Wir haben neu dabei Jan von Weide, sehr, sehr lustig. Tané, Paul Sedlmayr, Antonia von Romatowski und Christian Schiffer. Also wir müssen uns natürlich auch etwas wieder verjüngen. Ja? Also die Switch Reloaded, Leute, ich liebe sie sehr und sie sind mir wirklich alle ans Herz gewachsen und aber es ist halt so, ne? Um die Bandbreite des Fernsehens oder des Streamers abzubilden, weil wir werden alle älter. Ich schließe mich da gar nicht aus. Bin ja jetzt sozusagen einer der ältesten Kollegen im Ensemble. Müssen wir uns wieder verjüngen, wir müssen uns verändern, damit wir neue Möglichkeiten haben. Das ist zum einen traurig, aber zum anderen müssen wir sozusagen diese Chance auch wahrnehmen. Und es gibt natürlich auch Kollegen, die nicht können, die vielleicht nicht wollen. Also ne, Martina Hill hat ihre eigene Show inzwischen. Und der Max, weiß ich gar nicht, vielleicht wollte er nicht, vielleicht konnte er nicht. Ne, die haben viel zu tun, auch die Kollegen. Und von daher hat sich so neu gemischt. Und es sind aber wirklich sehr, sehr gute Leute zu sehen. Also Jan van Weide ist sehr, sehr lustig, sind alle lustig. Tané macht eine Ruth Moschner zum Niederknien. Von daher sollten die Fans auch denen allen eine Chance geben. Florian Silbereisen ist natürlich wieder dabei. Er hat sich ein bisschen verändert, nicht wahr? Seit der Zeit, wo ich ihn parodiert habe vor vielen Jahren, er ist ja ein bisschen ruhiger geworden. Er zieht sich besser an, er ist nicht mehr tätowiert, er geht in die Muckibude. Er ist nicht mehr mit Helene Fischer zusammen und ist Traumschiffkapitän geworden. Und das haben wir natürlich verwurstet. Ich schreibe ja auch für Binge oder habe auch geschrieben für Switch. Also diese Traumschiffnummern habe ich geschrieben, sind auf meinen Mist gewachsen. Ich werde Kai Pflaume machen. Das hat früher Max Gehmann lustigerweise gespielt. Aber ich habe Kai Pflaume bei Kessler Ist gespielt oder nachgespielt. Deswegen haben wir den Kai auch mit an Bord genommen. Ich komme als Ray Garvey. Den habe ich mal bei Switch auch ganz kurz in wenigen Nummern mal gemacht. Auch lange her. Und neue Figur Frank Buschi Buschmann bei Ninja Warrior, dieser wahnsinnig spannenden Show, wo andauernd irgendwie die Menschen, glaube ich, ins Wasser fallen. Ja, der Anspruch ist natürlich immer sehr hoch und das ist erstmal eine große Recherche. Du fängst an, Sachen aufzuschreiben, ne? über die Person, wo kommt der her, Heimatdialekt, du beobachtest ihn, also guckst dir ganz viel an. Ich gucke mir gerne die Leute in ihren Shows oder Sendungen an, in ihren Serien und dann natürlich auch in anderen Situationen, wenn sie zum Beispiel in Talkshows sind und so. Ich beobachte ganz genau Mimik, Gestik, Stimme, Sprache, Aussehen, Kleidung, wo sitzt der Ring. Also sowas schreibe ich mir alles auf. Wir machen natürlich eine Maskenprobe, wir machen Kostümproben und so setzt sich das zusammen. Und ich muss natürlich dann ganz viel im Kämmerlein üben und einstudieren. Und das mache ich einfach so für mich selber. Die Figur begleitet mich dann. Man macht dann immer mal wieder so, brummelt auch vor sich hin irgendwie die Stimme, dass man das irgendwie hintrainiert. Das ist ein Prozess, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, in Stunden oder Tagen oder Wochen. Also es sind schon viele, viele Tage und es ist immer so ein längerer Zeitraum, in dem die einen begleiten. Und dann studiere ich die Sketche richtig ein, überlege mir, was ich an welcher Stelle mache. Und du suchst dir in der Parodie natürlich immer die Sachen raus, die sehr speziell sind und verstärkst sie. Und das ist die Kunst da. So, dass der Zuschauer dann sagt, ach stimmt, das macht er immer. Ist mir vielleicht gar nicht aufgefallen oder ist mir aufgefallen und jetzt lache ich drüber. Peter Klöppel. Peter Klöppel, RTL aktuell, war der allererste Drehtag bei Switch 1999. RTL aktuell und ich habe mir ziemlich in die Hosen gemacht, weil ich große Probleme hatte, jetzt erstmal so eine Figur zu parodieren, die, ich sage jetzt mal, erstmal nicht so viel hat. Das ist ein Nachrichtensprecher, der steht an einem Tisch, der bewegt sich nicht viel. Und dennoch gelang es dann, ein paar Sachen dem Peter Klöppel dann doch zu entlocken, also den Augenaufschlag oder natürlich die Sprechweise und die Haltung an dem Tisch und so. Und dann hat es funktioniert. Aber es war schon eine schwierige Aufgabe, große Herausforderung am ersten Tag.
Was würdest du sagen, wenn du jetzt die letzten 13 Jahre Revue passieren lässt, was ist so deine Lieblingsrolle, deine persönliche, deine absolute? Darf ich jetzt Adolf Hitler sagen? Nein, dann kriege ich den Kopf abgerissen, wahrscheinlich im Internet. Und nein, ist jetzt auch nicht die Lieblingsrolle, aber der Obersalzberg war natürlich eine wahnsinnig lustige Nummer, weil wahnsinnig gut und intelligent geschrieben, die uns auch in der Realisation großen Spaß gemacht hat, allen Kollegen. Ich spiele aber genauso gerne Günter Jauch oder Florian Silbereisen oder Peter Klöppel. Also wenn je besser die Parodien funktionieren, je näher man dran ist an dem Original, desto größeren Spaß macht es natürlich. Also es gibt Masken, die gehen, sage ich mal, rein durch das Schminken und eine Perücke aufsetzen zum Beispiel, ne? Oder Haare färben und frisieren. Dann sitzt du so vielleicht 1 bis 2 Stunden in der Maske. Wenn wir Teile kleben, also wie zum Beispiel jetzt Frank Buschmann, da bin ich komplett eingeklebt, der gesamte Kopf in Silikonteile, das wird dann also erst verklebt, dann wird das geschminkt, dann werden die Haare draufgesetzt, da sitze ich 4, 4,5 Stunden, bis das dann fertig ist. Du musst dann zügig drehen, weil die Maske natürlich auch irgendwann anfängt, weil wir drunter da schwitzen, es ist ja ein Silikon, sich zu lösen. Also du kannst schon mehrere Stunden drehen, aber irgendwann beginnen so an den bestimmten Stellen, ne, muss man dann aufpassen und muss nachkleben. Und dann dauert es wieder 1 Stunde, um sie abzumachen. Das ist auch ein großes Vergnügen. Die Kleber müssen gelöst werden und danach sieht man aus, das möchte ich hier nicht beschreiben an dieser Stelle. Das ist schon, also der Silbereisen auf dem Traumschiff, das ist schon sehr, sehr, sehr lustig. Ich habe lange überlegt, welchen Kniff ich als Autor für diese Szene oder für diese Sendung finde, weil das Traumschiff an und für sich, das ist ja schon eigentlich eine auch inzwischen Parodie auf sich selber. Also was schreibst du da? Und dann habe ich eben gedacht, gut, dann behaupten wir einfach mal, der gute Flori hat alle seine Freunde, ne, also Helene und Ross Anthony, einfach, die sind jetzt die Crewmitglieder. Also Ross Anthony ist der Bordarzt und die Helene Fischer ist die Chefhostess. Und wir vermischen im Grunde genommen ein bisschen diese ganze Schlagerwelt mit dem Traumschiff. Weil man es ja eigentlich auch als Zuschauer nicht so wirklich davon trennen kann. Also wenn der Silbereisen da als Traumschiffkapitän über das Traumschiff läuft, muss ich halt auch andauernd an die Schlagersendung denken. Ne? Und denke auch andauernd, wann kommt jetzt irgendwie DJ Ötzi gleich hinter dem Schornstein hervor und singt irgendwas Schlimmes. Okay. Gab es eigentlich jemals eine Rolle, wo du dir, also die du vielleicht dir auch zuerst überlegt hast, oh Mensch, das wäre witzig, den zu parodieren, da steckt, sag ich mal, viel Potenzial auch drin und du dann aber letzten Endes dann doch die Entscheidung getroffen hast für dich selber, ich krieg das nicht so hin, wie ich das möchte, ja, wie es vielleicht auch lustig ist und ich sage dir, bis hier und nicht weiter? Das kommt immer wieder, also oder kam immer mal wieder vor. Also ich habe mal Guido Kanz gespielt bei Switch Reloaded. In der berühmten Show Deal or No Deal mit den Geldkoffern, wir erinnern uns, ist auch schon auf dem Fernsehfriedhof gelandet. Das hat mich hingehauen. Wie du kannst, das war irgendwie, das ging alles nicht. Die Maske stimmte nicht, mein Spiel, die Stimme. Wir haben es dann auch wieder bleiben lassen. Und Max und ich haben mal, auch für Switch Reloaded, Schmidt und Pocher gemacht. Also damals, als Schmidt noch die Late Night hatte und sich Oliver Pocher als Sidekick holte, hat der Max den Harald Schmidt gespielt und ich den Oliver Pocher. Und wir beide waren so unzufrieden jeweils mit uns selber, dass wir den Autoren und Produzenten gesagt haben, das möchten wir nicht fortführen. Bitte, die haben alle gesagt, war doch gar nicht so schlecht, war doch ganz gut. Und wir beide haben gesagt, nee, das entspricht nicht unserem Anspruch, das gefällt uns nicht. Und dann haben wir es auch bleiben gelassen. Konkurrenz belebt das Geschäft. Die Streamer haben ordentlich Dampf gemacht, ordentlich Druck gemacht in der ganzen Medienlandschaft. Das ist gut. Das war auch, glaube ich, überfällig und revolutioniert sowohl inhaltlich als auch eben formal durch das, dass ich gucken kann, wann ich will und so weiter. Und das auch relativ einfach und nicht in so komplizierten Mediatheken, wo ich nichts finde oder die Sachen nicht mehr drin sind, weil sie wieder nicht mehr gezeigt werden dürfen in der Mediathek. Haben das ziemlich das Geschäft belebt. Man darf natürlich nicht vergessen, die haben auch ein immenses Geld. Also, was habe ich gerade gelesen? Die erste Staffel The Crown hat, glaube ich, 130 Millionen gekostet. Da so ein Geld hat das öffentlich-rechtliche Fernsehen
vielleicht jetzt nicht für jede Serie auf der Pfanne. Und auch die Privatsender hauen solche Beträge natürlich nicht raus, wobei die, glaube ich, ganz gut verdienen in Deutschland. Das ist der Vorteil der Streamer. Die Streamer haben natürlich aber auch, das muss man ja auch ganz klar sagen, die sind jetzt nicht Mutter Teresa. Also die machen das natürlich auch aus ganz bestimmten Gründen. Sie wollen Abonnenten und sie wollen natürlich viele Kunden einsammeln, weil wir reden ja hier von Bezahlfernsehen. Und da muss man natürlich auch liefern. Und auf lange Bank, Netflix möchte ja auch irgendwann mal schwarze Zahlen schreiben, ne? Und nicht nur rote, wie sie das bisher machen. Sie buttern also wahnsinnig rein ins Programm, aber bisher hat sich das noch nicht gerechnet. Aber es hat sich dadurch wirklich vieles, finde ich, gerade inhaltlich zum Positiven verändert, weil wir ganz tolle Serien plötzlich sehen. Das, also sowas wie The Crown ist natürlich auch wie Kino, da, wenn du das guckst. Hochwertig gemacht, toll gemacht und große künstlerische Freiheiten, die wir vorher teilweise nicht hatten, weil das Korsett gerade bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehen, aber auch bei den Privatsendern oft sehr, sehr eng war und von Angst geprägt. Und dann macht so ein Sender wie oder so ein Streamer wie Netflix, ich sage jetzt einfach mal eine, zum Beispiel eine Sitcom, eine Comedy von nur 15 Minuten Länge pro Folge. Das ist im deutschen Fernsehen erstmal undenkbar. Und da tritt ein schwuler, behinderter oder Mensch mit Einschränkung, heißt es jetzt, glaube ich, politisch korrekt, amerikanischer Comedian ist das, der wirklich schwul ist und wirklich eine Einschränkung hat. Also mit dem Konzept wärst du mal hier durch die Gegend gegangen, da hätten wahrscheinlich die meisten gesagt, nee, das machen wir nicht. Und Netflix hat das gemacht. Und das ist eine ganz tolle, sehr zu empfehlende, lustige Sitcom. Mir ist natürlich jetzt gerade der Titel nicht parat, aber ihr werdet das finden, wenn ihr wollt. Und da merkst du so, oh toll, das geht plötzlich, ne? weil die Streamer auch sehr, sehr viel laufen lassen und sagen, ihr habt ein Konzept, das interessiert uns, macht mal, wir vertrauen euch. Und das war längst überfällig, dass das auch im deutschen Fernsehen, oder ne, sowohl öffentlich-rechtlich als auch privat, mal wieder gesagt wird, dass diese Verantwortlichen sagen, wir vertrauen euch, macht einfach und wir quatschen euch nicht rein.